Bevor 2018 Insomniac Games die Züge für die Spider-Man-Spiele übernahm, gab es einige Kandidaten für den Titel der besten Spider-Man-Erfahrung. Ich hatte vor einer Weile Lust, einen davon wieder auszugraben, Web of Shadows. Neben einem guten Kampfsystem und einem der, wenn nicht sogar dem besten Schwungsystem aller Spider-Man-Spiele, war es auch das einzige, das den schwarzen Anzug sinnvoll ins Gameplay integrierte. Aber ich hatte einen Gedanken. Was passiert, wenn man komplett auf Anzug-Upgrades verzichtet? Um das klarzustellen, ich meine damit die Upgrades, die für Erfahrungspunkte gekauft werden. Die Moves, die wir automatisch im Laufe des Spiels bekommen, können wir natürlich nutzen. Ich erlaube mir auch, die in der Stadt verstreuten Spinnensymbole zu sammeln. Ich hatte auch einen Run in Erwägung gezogen, wo ich sie komplett meide, man bekommt das erste Gesundheitsupgrade schon bei der ersten Spinne, was gameplay-technisch natürlich sinnvoll ist, um dem Spieler direkt zu zeigen, dass man diese Symbole sammeln sollte. Und ich glaube nicht, dass ich dieser Konditionierung so durchgehend widerstehen kann, abgesehen davon, dass es über 2000 dieser Symbole in der Stadt gibt. Unser Verzicht auf Anzug-Upgrades bedeutet natürlich, dass Erfahrungspunkte für uns absolut wertlos sind und wir dementsprechend auch mit Nebenaufgaben keine Zeit verschwenden müssen. Ihr könnt an dieser Stelle ja in den Kommentaren raten, wie viele Erfahrungspunkte und wie viele Spinnen ich am Ende gesammelt haben werde. Nach der absolut ikonischen Anfangssequenz werden wir direkt ins Gefecht geworfen. Da wir uns hier kurz vorm Ende befinden, haben wir große Teile, wenn nicht sogar das komplette Moveset des roten Anzugs zur Verfügung. Daran sollten wir uns lieber nicht gewöhnen. Der Flashback führt uns zum Kampf mit Venom, wir erhalten den schwarzen Anzug und werfen ein paar Autos. Ich ging tatsächlich davon aus, dass diese Fähigkeit wichtiger wird, wenn wir keine besseren Moves bekommen, aber außerhalb dieses Kampfes gibt es nur einen Gegnertypen, der solche Gewaltexzesse rechtfertigt. Venom entkommt, wir bringen MJ ins Krankenhaus und dann werden wir auch schon zur Hilfsscheibe von Luke Cage. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass das Spiel etwas anders aussieht als sonst. Neben einer Reshade-Konfiguration für ein paar zusätzliche Effekte, verwende ich Skins für beide Spider-Man-Anzüge sowie für Venom, die alle auf Konzeptzeichnungen zum Spiel basieren. Der schwarze Anzug ist damit auch wirklich schwarz und nicht schwarz-lila und sieht tatsächlich aus wie der auf der Rückseite der DVD-Hülle. Eine weitere Mod macht die Netze ein wenig dünner. Ich hatte auch überlegt, die New City Textures Mod zu verwenden, die passt aber meiner Meinung nach nur am Anfang ins Bild der Stadt und macht einige Änderungen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Alles, was ich verwende, ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Da Anzug-Upgrades tabu sind, ist unser Moveset sehr begrenzt. Gewöhnt euch an die Standard-Vierer-Kombo des roten Anzugs und die Dreier-Kombo des schwarzen Anzugs, denn die werden wir oft sehen. Netzbälle können wir praktisch vergessen und auch die Symbiontenranke werden wir vermissen, denn dieser Angriff wäre ein nahezu garantierter Treffer, der nicht geblockt werden kann. In seiner Standardversion ist das Netz aber sehr enttäuschend und führt nicht mal in irgendeine Kombo, wenn es denn überhaupt mal einen Gegner trifft. Wir haben bereits Zugang zum Schwungkick, auch wenn wir den offiziell noch gar nicht gelernt haben. Zumindest können wir uns aber auf den Netzhieb freuen. Und da unsere Anzugnutzung keine Rolle für das Ende spielt, können wir jedes beliebige Ende verfolgen und trotzdem die begrenzten Movesets beider Anzüge beliebig nutzen. Nach dem sinnlosen Spinnensinn-Tutorial bekommen wir auch endlich den Netzhieb. Aber leider sind wir auf eine Standardvariante beschränkt. Kein explosionlich gutes Timing, kein Netzhieb-Crusher und auch kein Wurf, der zumindest auf Dächern hilfreich gewesen wäre. Netzhieb bleibt damit leider ein Bewegungsding, das ich in seiner Standardversion eher ungern spamme, zumal später so gut wie jeder Gegner Netzhieb-Konter beherrscht. Einer unserer wirksamsten Angriffe bleibt der Schwungkick, den wir noch vor unserer offiziellen Einweisung nutzen, um ein Drive-By-Shooting zu vereiteln. Ein wenig später fängt wir ein Attentat auf die beiden Gangbosse und stehen vor unserer ersten Entscheidung. Mit einer Ausnahme werde ich grundsätzlich rot wählen, aber das macht wirklich keinen Unterschied. Nächster Halt ist der Turm des Kingpins, wo wir uns eine Verfolgungsjagd mit Black Cat liefern. Ohne unser erweitertes Moveset ist Cat tatsächlich eine würdige Gegnerin, die uns einige Male gut erwischt. Hier mache ich zum ersten Mal großen Gebrauch vom schwarzen Anzug. Mit Upgrades würde dieser später klar dominieren, aber am Anfang hängt es sehr von den Umständen ab. Am Boden ist der schwarze Anzug stärker, in der Luft ist er aber zu schwerfällig, hier greifen wir auf das bessere Tracking und Kombo-Potenzial des roten Anzugs zurück. Das Quicktime-Event schaffe ich natürlich auf Anhieb. Falls ihr dachtet, Black Cat wäre die schwarze Entscheidung, muss ich euch leider enttäuschen. Normalerweise ja, einfach weil es interessanter ist, aber heute nicht. Wir arbeiten also mit Moon Knight zusammen. Ganze 14 Jahre, bevor er endlich seine eigene Serie bekam, durfte er hier schon dabei sein. So schade, dass seine Symbionten-Variante es nicht ins Spiel schaffte. Bevor wir Moon Knight aufsuchen, nutze ich aber die Gelegenheit, die Spinnensymbole auf dem Dach des Baxter Buildings zu holen. Leider ist das hier das einzige Easter Egg dieser Art. Ein paar Botengänge später wird es Zeit für das spektakuläre Bomb Squad. Wir müssen zu den Bomben! Die wollen das Gerichtsgebäude sprengen! Die Kingpin-Macs sind der einzige Gegner im Spiel, der wirklich rechtfertigt, Autos zu werfen. Ein Treffer genügt, damit wir den Mac per Quicktime-Event entwaffnen können. Das Gerichtsgebäude kriegt ein paar Kratzer ab, aber dann geht's auch schon weiter zum nächsten los. Der Geier macht deutlich, wie gut der rote Anzug in der Luft ist. Abgesehen davon, dass das hier eines der interessanten Geier-Designs ist, ist es auch ein recht guter Bosskampf. Der Kampf gegen die infizierten Zivilisten in der nächsten Mission markiert eine Wende, denn nun werden wir uns zunehmend größeren Gegnermassen stellen müssen.
Normalerweise erhält der schwarze Anzug die nötigen Werkzeuge dazu, aber wir müssen irgendwie so klarkommen. Hier sollte ich wohl auch erwähnen, dass ich zwar blocken und ausweichen, aber nicht kontern darf. Beide Konter habe ich sehr vermisst. Kurz darauf werfen mir glatt ein paar Leute vom Dach, dass Spider-Man einfach vergisst, dass er sie auch einspinnen könnte. Abgesehen davon, dass ein paar random Dudes mit Symbionten spätestens mit seinem eigenen schwarzen Anzug klar überlegen ist. Nach einer verdienten Standpauke für seine eigene Dummheit werden wir nach Hell's Kitchen geschickt, wo wir auf Wolverine treffen. Und hier merken wir erneut, was uns alles fehlt, denn Wolverine hat ein paar wirklich brutale Kombos. Zum ersten Mal in einem guten Dutzend Playthroughs musste ich tatsächlich Wolverines Angriffsmuster lernen, um die Lücken ausnutzen zu können. Das tat ich mit dem schwarzen Anzug, aber da ich seine Fragen beantworten und die beiden Symbiontenwellen nicht ausgenutzt habe, konnte ich ihn trotzdem mit dem roten Pfad überzeugen. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Ein paar weitere sinnlose Spinnen sind Tutorials später, wird es Zeit für unsere zweite Konfrontation mit Venom. Kleiner Rat von mir, lasst ihn während der Verfolgungssequenzen einfach in Ruhe, wenn er euch nicht angreift. Alles andere verwirrt sein Pathfinding. Die Kapseln lassen sich mit einem gut gezielten Schwungkick one-shotten, aber zusammen mit den vielen Symbionten auf engem Raum bringt uns Venom durchaus in Bedrängnis, bevor wir den Kampf für uns entscheiden können. Beim Elektro-Segment hatte ich dagegen das Gefühl, dass wir durchaus angreifen müssen, damit er seinen Pfad weiter verfolgt. Wir werden von Black Widow verhaftet, was absolut keinen Unterschied macht, und lassen uns dann von Moon Knight nach Rikers kutschieren, um den Bastler rauszuholen. Irgendwie hatte ich Rhinos Steuerung etwas angenehmer in Erinnerung, aber zum Glück brauchen wir ihn nur einmal. Okay, zweimal, weil er beim ersten Mal kurz vor dem Ziel geglitscht ist und ich neu laden musste. Rhino ist tatsächlich die schwarze Entscheidung gewesen, denn durch den Mangel an Spezialmoves haben wir nicht viel, wofür wir unsere Spezialenergie ausgeben können. Daher kam langsam sogar mal das Verbündetensystem zum Einsatz und ich wollte bei der Gelegenheit natürlich auch mal Rhino ausprobieren. Nach dieser Wahl fror das Spiel ein, aber zum Glück vergaß es dadurch nur, dass ich für die Cutscene im schwarzen Anzug sein sollte. Die Eskortenmission hatte mir Sorgen gemacht, aber trotz unseres Mangels an stärkeren Moves lief sie ziemlich reibungslos. Dabei habe ich auch glatt Rhino dazu gerufen und es instant bereut, denn er steuert sich genau wie im Gefängnis, nur ohne die Wutanzeige. Wenn es einen Weg gibt, vor Ablauf der Zeit abzusteigen, habe ich ihn nicht gefunden. 0 von 10 würde ich nicht wieder machen. Geier haut dafür gut rein, und wie es scheint, können aktiv kämpfende Verbündete sogar selbst die Spezialleiste wieder auffüllen. Das wird sehr hilfreich, als wir den Kingpin-Turm übernehmen sollen. Die zweite Hälfte der Mission scheitert glatt, da die Symbionten den oberen Generator zerlegen. Der verliert nämlich Gesundheit, wenn die Symbionten nur in der Nähe sind. Ihr müsst nach dem ersten unteren Generator direkt rauf, damit ihr pünktlich zum Spawn der Gegner dort seid und sie abwehren könnt. Danach geht's schon ins Elektro-Gebiet und hier bereue ich, die Luftangriff-Nebenmission nicht direkt angenommen zu haben. Dadurch konnten wir die Signalleuchten für die Luftangriffe nicht einsetzen. Die Begegnungen, die spawnten ein paar Mal mitten im Kampf, aber ansonsten ging dieser Teil relativ ereignislos. Nur der Kampf gegen Elektro wäre mit ein paar besseren Angriffen für einzelne Ziele etwas zügiger gewesen. Nächster Halt sind die Luftevakuierungen. Hier sind Moon Knight und Wolverine eine große Hilfe, sogar so sehr, dass sie die Zivilisten fast schon allein verteidigen. Als es dann ins Geierling-Gebiet geht, hatte ich eigentlich gehofft, dass hier die Luftangriffe helfen würden. Allerdings hilft das nur gegen die Kapseln, die Geierlinge selbst sind zu weit oben und von denen sollen wir glatt 30 legen. Nur mit Netzheatblend ist das etwas eintönig, aber wenigstens sind keine Gegner mitten im Kampf, die spawnen. Danach kommt die Sicherheitszonen-Invasion. Über diese Mission gibt es nicht viel zu sagen, außer dass sie eine so große Logiklücke darstellt, dass der Helicarrier durchpassen würde. Ab hier begegnen wir auch den stärksten regulären Gegnern im Spiel, aber die sind zum Glück nicht zu problematisch. Der Besuch bei Wolverine in der Kirche ist relativ einfach. Ich hatte die Befürchtung, dass wir für solche Missionen nicht schnell genug Schaden austeilen können, aber das erwies sich als unbegründet. Symbionten Wolverine stellt auch keine große Herausforderung dar, nicht mal sein Quicktime-Event, welches dieses Mal tatsächlich auf Anhieb schaffe. Was gut ist, bei dieses und das nächste tatsächlich jedes Mal die gefragten Tasten ändert. Eine Bus-Eskorte später, wo sich Moon Knight erneut als sehr hilfreich erwies und wir sogar auf den schwarzen Anzug verzichten konnten, sind wir wieder am Anfang. Symbionten Black Cat hatte mir echt Sorgen gemacht, denn an kaum einem anderen Ort werden von so vielen Gegnern gleichzeitig angegriffen. So bringt mich auch ein paar Mal an meine Grenzen. Zur Hälfte kommt da noch MJ hinzu, und auf einen Moment dachte ich, dass es jetzt richtig eklig wird. MJ hat aber zum Glück wirklich absurd hohe Gesundheit. Ich glaube, man muss sich schon anstrengen, dass sie stirbt. Auch dieses Quicktime-Event schaffe ich auf Anhieb und damit sind wir auch schon im Finale. Symbiontengeier lief fast genauso wie der Geierkampf, zog sich nur etwas länger. Das Finale auf dem Helicarrier erwies sich auch als relativ unproblematisch, obwohl wir hier auf den schwarzen Anzug verzichten müssen und nur drei Verbündete haben. Hydra Venom Symbionten-Spam machte mir kurz Sorgen, aber zum Glück besteht kein Bedarf, gegen die Handlanger zu kämpfen. Ein Quicktime-Event später stehen wir vor der Wahl, Venom zu helfen oder nicht. Normalerweise sehe ich die rote Entscheidung als das passende Ende für Venom, aber ich war etwas neugierig. Also wählte ich schwarz und sah zu, wie das Spiel kurzerhand vergaß, dass der schwarze Anzug Geschichte ist. Keine Ahnung, was da ablief, das sollte eigentlich keine eigene Cutscene erfordern. Vermutlich eine Bedingung vergessen. Nach etwa 6 Stunden liefen also die Credits. Das war vermutlich mein bisher kürzester Playthrough dieses Spiels. Ich hatte vor dem Helicarrier-Finale versäumt, meinen Punktestand zu checken, also tat ich dies bei der ersten Gelegenheit in NG+.
Falls ihr 170.278 Erfahrungspunkte geschätzt habt, lagt ihr richtig. Außerdem habe ich 459 Spenden gesammelt und bevor die schlaue Maya unter euch kommen, die Starterfähigkeiten machen laut Spiel 10% der beiden Upgrade-Bäume aus. Falls ihr das Spiel jetzt selbst nochmal auspacken wollt, würde ich euch aber empfehlen, zumindest ein paar Upgrades mitzunehmen. Insbesondere die Netzbälle und Symbiontenranke solltet ihr voll aufrüsten, da sie sonst einfach nutzlos sind. Auch die Netzhieb-Varianten solltet ihr zumindest freischalten. Ein Kompromiss könnte sein, alle Upgrades zu erlauben, die neue Kombos ermöglichen oder bestehende erweitern, aber keine, die einfach stumpf euren Schaden erhöhen. Falls ihr Wert darauf legt, auch mal das Verbündeten-System zu nutzen, solltet ihr euch vielleicht pro Anzug einen Spezialangriff aussuchen und voll aufrüsten. Ihr könntet die Anzüge auch auf eine der drei Hauptkampfarten spezialisieren. Denkt auch daran, dass ihr Upgrades auch wieder verkaufen könnt, ihr könnt also sogar neue skillen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall weiß ich nun zu schätzen, was man alles an Moves bekommt. Für Spider-Man 3 sehe ich leider wenig solches Challenge-Potenzial, aber das hier war eine interessante Ablenkung. Normalerweise mache ich nicht diese Art von Content, aber ich habe in nächster Zeit ein paar Dinge vor, die irgendwo zwischen Challenge und Roleplay-Run liegen. Also falls ihr zufällig Dark Souls mögt, solltet ihr vielleicht meinen Kanal im Auge behalten. Und falls ihr 20 Jahre alte Strategiespiele mögt, vielleicht noch mehr. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen.